Wir haben heute im Kabinett besprochen, dass wir eine Einigung haben mit dem Bundessozialministerium, was die Anrechenbarkeit des Familiengeldes betrifft. Man muss immer wissen, wir haben 285.000 Bescheide bereits ausgereicht und das Geld auch ausbezahlt entsprechend. Bei 8% derjenigen, die Familiengeld beziehen, ist die Situation die, dass Bundesminister Heil bisher das Geld, was wir ausbezahlt haben, den Familien wieder weggenommen hat und bei Hartz IV angerechnet hat. Der Bundesminister hat sich mit uns jetzt daraufhin verständigt, dass er, wenn wir im Gesetz noch mal etwas ergänzen und präzisieren, wir so weit kommen, dass er den Menschen das Geld wieder zurückgibt und diejenigen, die neu in den Bezug bekommen, jetzt das Geld voll behalten dürfen. Das heißt, wir haben es geschafft, dass jeder Mensch in Bayern das Familiengeld bekommt und auch die Hartz-IV-Empfänger das Geld behalten dürfen.